Der Videobeweis und der Videoassistent sind aus Sicht des Deutschen Fußballbundes DFB trotz anhaltender Diskussionen aus der Bundesliga nicht mehr wegzudenken. Wir werden den Videoassistenten behalten. Die großen Verbände FIFA und UEFA setzten verstärkt auf ihn. Es geht nun darum, wie wir ihn besser einsetzen, sagte DFB-Videochef Jochen Drees in Berlin. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Auch in der Hinrunde hatte die zur Saison 2016/17 in der Bundesliga eingeführte Kontrollinstanz wieder für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Dennoch zog Drees ein positives Zwischenfazit: Ich bin mit der Leistung der Videoassistenten in der Hinrunde weitgehend zufrieden. Es gab natürlich Fälle, die strittig waren. Daran wollen wir arbeiten, so Drees. Videobeweis kommt bei WM und in Europas anderen Top-Ligen zum Einsatz. Zuletzt wurde beschlossen, dass das Hilfsmittel, das im vergangenen Sommer erstmals bei einer Weltmeisterschaft zum Einsatz gekommen war, ab der Saison 2019/20 auch in Englands höchster Spielklasse, der Premier League, eingeführt wird. Neben der Bundesliga setzen auch die italienische Serie A, die französische Ligue 1 und Spaniens Belletage La Liga auf den Videobeweis.